Gut, einen wunderschönen guten Morgen. Wir kümmern uns jetzt um das Thema Systemautomatisierung mit der Software SaltStack. Ich habe eben schon mal eine kleine Umfrage gemacht. Die meisten hier im Raum sind Puppet-User. Ja. SaltStack haben die meisten wahrscheinlich schon mal was von gehört, sonst hätten sie sich nicht für diesen Vortrag entschieden. Geht auch in dieses Segment rein, wo sich Puppet, CF Engine, Chef und noch diverse andere Tools tummeln. Und ich versuche euch dieses Tool näher zu bringen und euch dafür zu begeistern, denn es gibt viele Vorteile gegenüber den anderen Tools, die da sind. So. Ja, beginnen wir um 10. Ist kein Witz. Es nervt einfach, wenn die Leute reinkommen, während man vorne steht. Und schon. Ja. Das wird die nächste halbe Stunde auch so sein. Nein. Ich bin noch so super, ich bin noch nicht wach. Ja. Überlegst du das nochmal? Gut, also. So, ihr seid die Letzten. Möchtest du hier noch rein? Dann schnell. So, hier vorne sind noch Plätze, dort sind noch viele Plätze. Wie bitte? Ja, raus kommen wir alle. So, möchtet ihr rein? So, wir warten. Setzt euch. Guten Morgen. So, was sehen wir auf dem Bild? Einen Arbeitsplatz. Damit kann man irgendetwas herstellen. So kann man arbeiten. So kommen viele kreative Ideen zustande. Aber irgendwann soll unsere Arbeit in die Produktion gehen. Und dann sieht es dann doch meistens so aus, wenn wir uns über das sogenannte Enterprise-Segment unterhalten. Wenn wir nicht nur etwas wie hier auf dem Bild zu Hause als Prototyp generieren wollen, sondern wenn wir irgendetwas in Serie ausrollen wollen. Oder unser Arbeitsplatz könnte so aussehen. Da kann das geniale Genie sich zurechtfinden und weiß, wo welches Buch liegt, wo man welche Informationen findet. Aber wenn es dann doch um die Produktivumgebung geht, dann sieht es doch eher so aus. Und das ist auch das, was viele sich wünschen. Alles soll in Reihe und Glied stehen. Man weiß ganz genau, wo sich welcher Zug oder was auch immer befindet. Oder man möchte, dass es so aussieht. Ja,
Wir wollen, dass unsere Systeme einheitlich geordnet und automatisiert sind. Ich unterstelle euch das mal, sonst wäret ihr nicht hier in diesem Vortrag und würdet auch nicht Programme wie Puppet, CF Engine, Chef etc. nutzen. Was macht also SaltStack? SaltStack ist, wie der Name der Programme schon sagt, Master und Minion. Einer beherrscht sie alle. Befehle werden parallel ausgeführt auf einer Anzahl von vielen Hosts. Systeme und Software werden installiert. Der Systemstatus wird sichergestellt und Konfigurationen können erzeugt und bearbeitet werden. So, während die letzten noch Platz nehmen. So, was sehen wir hier? Bauklötze. Haben wir wahrscheinlich in der Kindheit alle mitgespielt. Das Schöne an den Bauklötzen ist, sie sind einfach zu bedienen. Das gilt auch für SaltStack. Es ist einfach zu lernen, einfach zu installieren, einfach zu pflegen. Ihr wisst alle, SaltStack ist eine Open-Source-Software. Ich muss hier keine Werbung für irgendetwas machen. Ich verkaufe das Produkt nicht. Ich sage euch nur das, was meine persönliche Erfahrung ist. Trotz aller Einfachheit kann man aber viel damit erreichen. SaltStack skaliert. Ihr könnt es für die Verwaltung von 5 Hosts oder auch von 5000 verwenden. So, genug der Vorrede. Ihr wisst also, was wir wollen, Systeme automatisieren, Konfigurationen ausrollen. Ich wiederhole das nochmal für die, die am Anfang nicht dabei waren. Wir wollen sicherstellen, dass eine Hostgruppe oder alle meine Hosts im selben Zustand sind, dass überall identische Software läuft, dass die überall gleich konfiguriert ist, dass da niemand aus der Reihe tanzt. Bevor ich euch ein bisschen zum technologischen Background sage, möchte ich euch erstmal Salt in Aktion präsentieren, damit ihr seht, dass das vom Einfachen kein Marketingquatsch ist, sondern dass es wirklich so ist. Wir haben also einen Master-Server, wie bei anderen Produkten auch, von dem geht alles aus. Diesen Master-Server können wir mit nur wenigen Kommandos installieren und in Betrieb nehmen. Dazu reichen eigentlich 3 Schritte. Man fügt ein Repository von SaltStack zu seinem System hinzu. Das Ganze gibt es auch für Yum-basierte Systeme, CentOS und Red Hat. Und danach können wir den Key hinzufügen und das Programm installieren. Meine magische Hand führt euch das jetzt mal vor. Ja. Eintrag reinschreiben. Und los geht's. Zack. Ja, das ist jetzt, das Video ist ungeschnitten. Könntet jetzt mitstoppen, es sind genau 52 Sekunden, bis der SaltMaster läuft. Das Ganze basiert auf Python, deshalb werden einige Python-Bibliotheken noch mit installiert. Und schon läuft der Master. Das war alles. An der Default-Konfiguration
müsst ihr nichts ändern. Salt öffnet einen TCP-Port, auf dem er dann lauscht und sich später mit seinen Minions, mit den zu verwaltenden Hosts, verbindet. Und aus die Maus. So, nun möchten wir diesem Master die Minions, also die sogenannten Lakaien, wie man Minion ja auch übersetzt, die untergeordneten Hosts zuordnen, die dann auf die Befehle vom Master horchen. Der einfachste Weg ist, in seinem DNS oder in seiner Hostdatei einfach den Eintrag Salt hinzuzufügen. Das ist nämlich die Default-Einstellungen, dass die Minions sich immer mit dem DNS-Host Salt verbinden. Alternativ kann man natürlich in der Konfigurationsdatei eine IP oder einen anderen Hostnamen angeben. So, es gibt von Salt so einen magischen Installer, den ihr hier unten seht, über bootstrapsalt.com. Der erkennt, was für eine Distribution habt ihr. Da sind alle Ubuntu-Varianten, alle Debian-Varianten, alle CentOS-Varianten und OpenSUSE, SLES und so weiter in verschiedenen Versionen auch aufgelistet. Dieser Installer fügt dann das richtige Repository hinzu, fügt die Keys hinzu und so weiter. Wer diesem magischen Installer nicht traut, kann es auf die gleiche Weise installieren, wie der Master installiert wurde. Zack. Installer ausführen. Ich habe jetzt hier für die Demo verschiedene Systeme auch vorbereitet. Wir werden das gleich in Aktion sehen. Der Master kontrolliert Debian, Ubuntu und CentOS gleichzeitig. Hier sehen wir jetzt die Installation auf dem Ubuntu-System. Er hat also die Repositories hinzugefügt und dann über apt-get-install die Pakete installiert. Jetzt kommt der allerschnellste Weg. Wir laden das Skript runter und pipen es direkt in die Bash rein. Und auch dann läuft nach wenigen Sekunden der Salt Minion auf einem Debian-System. Auch hier sehen wir, das Ganze läuft sauber über die Paketverwaltung. Da werden keine Programme kompiliert und da liegt nichts in opt oder user local. Das sind alles Debian-Pakete. Und hier haben wir jetzt das CentOS-System. Ja, hier ist das RPS, irgendein Check nicht gelaufen, aber das müssen wir jetzt nicht weiter beachten. Der Minion läuft, wurde über ein RPM-Paket installiert. So, was passiert nun auf dem Master? Sobald die Minions gestartet wurden, melden sie sich auch bei ihrem Master und möchten Keys austauschen. Die Kommunikation zwischen Master und Minion läuft AES verschlüsselt. Dazu muss jetzt der Key, der angeboten wird von dem Minion, den muss der Master akzeptieren, damit überhaupt eine Kommunikation zustande kommt. Mit dem Kommando Salt Key minus groß L zeigen wir uns die Liste aller Minions an, die darum bitten, in den Cluster aufgenommen zu werden. Und die akzeptieren wir und schon steht die Kommunikation. Hier sehen wir jetzt erstes Kommando abgesetzt, Salt und dann kommt die Liste der Hostnamen, die ich ansprechen will, Stern eben alle, Test Ping, das heißt die Kommunikation über den Salt-Kanal steht.
Großer Unterschied zwischen Salt und anderen Tools ist, es gibt sowohl ein Push- und ein Pull-Prinzip. Ich kann vom Master etwas zum Minion schicken oder der Minion kann sich's vom Master abholen. Und Salt kann nicht nur wie Puppet oder CFEngine Konfigurationsdateien ausliefern und deren Installation sicherstellen, sondern es hat auch eine eingebaute Parallelshell. Und hier setze ich mit dem Kommando Salt Hostgruppe und dann das Kommando über die Parallelshell ein Kommando ab. Testping heißt einfach nur, ich will gucken, ob über den Salt-Kanal ein Ping möglich ist. Was passiert hier hinter den Kulissen? Es gibt eine bidirektionale Kommunikation, die basiert auf einem Zero-MQ-Messaging-Protokoll und ist IS-verschlüsselt. Und so können Master und Minion miteinander reden. Wer möchte, kann auch freischalten, dass die Minions untereinander über diesen Kanal reden können. Ja, zum Beispiel, es könnte ja sein, Minion 3 ist dein Backup-Server. Und wenn Minion 1 in den Cluster kommt, soll er aber auf Minion 3 in das Backup aufgenommen werden. Und dazu könnte zum Beispiel auch ein Schlüsselaustausch stattfinden. So kann dann Minion 1 an den Master seinen Schlüssel schicken und der leitet ihn an Minion 3 weiter. Da gibt es dann auch schon Module, die für solche Zwecke schon vorbereitet sind. Auf der Ebene Parallel-Shell können wir ganz einfach Shell-Kommandos absetzen. Ja, mit cmd run führe ich jetzt mal auf allen meinen Hosts das Kommando lsb-release-d aus, was mir anzeigt, was läuft denn da für ein System. Und der Output kommt dann hier farblich gekennzeichnet beim Saltmaster an. Du machst jetzt überall das Sternchen stehen. Das ist aber nicht gequotet. Das heißt, eigentlich müsste die normale Shell darauf eine Liste aller Dateien machen im aktuellen Verzeichnis. Das ist aber ein bisschen komisch, oder? Na, wieso? Das ist doch mit Salt. Ich fange doch an mit Salt. Wenn die Shell verarbeitet, die Kommandos hatte, bevor das Salt gestartet wird. Wie wir sehen, tut es es nicht. Das ist eine Bash, ja. Wir haben einfach keine Dateien im Home-Verzeichnis. Ja. Die Bash macht das so, die Setup ist anders. Ungewöhnlich. Aber du darfst es quoten, wenn du da. Ja, werden wir gleich auch sehen. Wenn wir so, die Setup macht es anders. Bei der Setup musst du es quoten. Bei der Bash muss es auch quoten. Gut, das sind jetzt. Also, man kann es auch in Anführungsstrichen setzen. Ne? Mit einfachen Hochkommas. Ja, ja. Neben dem Absetzen von Shell-Kommandos gibt es schon eingebaute Kommandomodule in Salt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel das Kommando pkg-upgrade und der Minion übersetzt das für sich in seine Sprache. Wir sehen, wenn man dieses Kommando auf allen Hosts ausführt, führt ein Red Hat-System dann wirklich yum-update aus, während ein Debian- oder Ubuntu-System apt-get-update und apt-get-y-upgrade ausführt. Das heißt, wir können mit einer einheitlichen Kommandostruktur Hosts mit verschiedenen Distributionen, inklusive auch Solaris, Microsoft Windows, die Liste der unterstützten Betriebssysteme ist sehr lang, mit einem einheitlichen Set von Kommandos parallel auf verschiedenen Systemen arbeiten. Wir haben jetzt hier zum Beispiel das Kommando useradd. Das wird auch je nach Distribution übersetzt. Funktioniert auch auf Microsoft Windows und Solaris und HPUX und sowas. Und dann kann man dem neuen User sofort einen SSH, einen öffentlichen SSH-Schlüssel mitgeben, kann dem User eine Standard-Shell zuweisen
Und dann sehen wir, dass der User angelegt wurde auf allen Geräten. Und hier, der Key wurde hinterlegt, Salt kümmert sich auch darum, dass die ganzen Dateiberechtigungen korrekt gesetzt werden. Und ein Login auf dem System ist sofort möglich. Ich hatte zu dem Zeitpunkt den Befehl Standard Shell setzen noch nicht abgefeuert. Dann nimmt der Salt natürlich das, was das Betriebssystem voreingestellt hat. Und nun habe ich auch eine Bash als Standard Shell. Aktuell gibt es 246 eingebaute Kommandos für den Parallel-Shell-Mode, womit man ja so gut wie alles auf dem System verwalten kann. Die Dokumentation ist meiner Meinung nach vorbildlich auf der Website. Zu jedem Modul gibt es eine Erklärung und mindestens ein Beispiel, sodass einem eigentlich sofort klar ist, wie man dieses Modul verwendet. So, nun wollen wir aber nicht immer alle Hosts gleichzeitig ansprechen. Dafür verwendet Salt sogenannte Grains, also eine Beschreibung sozusagen der Oberfläche eines Betriebssystems. Und damit kann ich dann adressieren, auf welche Hostgruppe möchte ich denn jetzt mein Kommando anwenden. Hier habe ich zum Beispiel, möchte ich nur alle Hosts erwischen, die von der Betriebssystemfamilie Red Hat sind. Da kommt dann nur noch Minion 3 mit CentOS 6.5 in Frage und die anderen ignorieren diese Kommandos. Man kann sich ausgeben lassen, was stehen denn alles für Grains zur Verfügung, um ein Betriebssystem zu unterscheiden. Da ist so gut wie alles dabei, was wir brauchen. Es sind um die 27 oder mehr Grains, die da sind, über die IP-Adresse, welche CPU steckt drin, welcher Virtualisierer wird verwendet, welche Distribution haben wir, welche Distributionsversionsnummer haben wir, ist es ein i386 oder ein AMD64-System, sowas kann man alles unterscheiden. So, soweit klar, was die Parallelshell macht. Wenn dazu Fragen sind, gerne jetzt zwischendurch. Ja, bitte. Ja, man kann beliebig viele Grains kombinieren. Man kann sie mit logischen Operatoren auch verknüpfen, mit AND oder OR und auch noch geklammert. Und man kann zusätzlich zu den Grains dann auch noch reguläre Ausdrücke anwenden, zum Beispiel auf den Hostnamen oder auf die Grains selber, wenn einem der Grain selbst nicht reicht. Also die Filterung ist beliebig. Und der Minion kann sich auch eigene Grains setzen. Also in der Minion-Datei kann ich sagen, dieser Minion soll auch noch ein Grain, zum Beispiel Role Application Server haben. Und dann steht dem Master sofort dieses Key-Value-Paar zur Verfügung. Das gibt es. Man kann dem, also okay, die Frage war, kann ich das verzögert ausführen oder wird auf allen Systemen das Kommando sofort parallel ausgeführt? Der Standard-Mode ist die Parallelausführung. Man kann einen Schalter auf der Kommandozeile setzen, dass es hintereinander ist. Man kann auch sagen, nur weitermachen, solange keine Fehler melden. Also das heißt, wenn das Kommando auf Minion 1 ausgeführt wird
und es wirft einen Fehler, dann kann er abbrechen und es auf den anderen dann nicht ausführen. War noch eine Frage zur Parallel-Shell? Nein. Dann kommen wir zum zweiten großen Bereich von Salt. Das ist das sogenannte Definieren von States. Das ist das, was man auch als Puppet-Rezept kennt oder bei CF Engine eben die Konfigurationsdateien, die sicherstellen, dass auf einem System irgendetwas ausgeführt wird, egal ob der jetzt neu im Cluster ist oder nicht. Es soll immer sichergestellt werden, dass dieses oder jenes vorhanden ist oder eben nicht vorhanden ist. Auch die Inbetriebnahme des State-Modes ist denkbar einfach. Wir müssen nur in der Konfigurationsdatei Salt Master bei diesen drei Zeilen die Kommentarzeichen wegnehmen und schon läuft dieses Modul. Alles, was wir vorher gesehen haben, da habe ich im Hintergrund nichts an den Maschinen gemacht. Ihr habt wirklich alles, alle Kommandos, die ich ausgeführt habe, hier auf der Präsentation gesehen. Das waren frisch installierte Systeme, wo ich nichts weiter gemacht habe, als dieses Bootstrap-Kommando abzufeuern. So, wir nehmen diese Kommentarzeichen raus und schon können wir im Verzeichnis SRV Salt oder was auch immer ihr euch aussucht, anfangen, State-Dateien zu hinterlegen. Die erste State-Datei, die ihr zwingend hinterlegen müsst, ist eben die Top-SLS-Datei. Von der geht dann alles weiter nach unten. Und es ist Best Practice und ich empfehle es euch auch, schreibt nicht alles in die Top-SLS, sondern fangt dann an, für die verschiedenen Anwendungszwecke eigene Dateien anzulegen. Die könnt ihr beliebig inkludieren und verschachteln. Hier habe ich jetzt mal ein Beispiel angelegt. Das heißt, ich möchte eine Regel definieren, die auf alle Systeme, die den Linux-Kernel haben, angewendet wird. Auch hier kommt dann jetzt das Grain schon wieder ins Spiel. Und dann möchte ich als erstes die Regel Create User anwenden. Und wenn ich da nichts weiter dazu sage, dann sucht Salt nach der Datei createUser.sls im gleichen Verzeichnis. Das Ganze, oder weiß jemand, was das für eine Syntax ist? Das ist YAML, genau. Also eine vereinfachte XML-Syntax, sodass es meiner Meinung nach auch relativ einfach ist, hier einzusteigen in das Schreiben von diesen SLS-Dateien. Jetzt sind wir in dem User, in der Datei create-user-sls drin und auch hier greifen wir auf die verschiedenen Module, die Salt hat, zurück, die dann für jede Distribution, für jedes Betriebssystem übersetzt werden in die Kommandos, die man auf dem System braucht. Ich sage, es soll einen User NSA geben und der soll auf allen Systemen präsent sein. Ich gebe an, was der für einen Namen haben soll, welche Shell, welches Home-Verzeichnis. Und ich definiere, falls es einen User BND gibt auf dem System, dann soll der bitte gelöscht werden. User absent. Und damit ist die erste State-Datei auch schon fertig. Du meinst jetzt hier oben, weil da NSA steht? Genau. Das kannst du auf zwei verschiedene Weisen handhaben. Du kannst entweder das ganze Modul so nennen, wie der User heißen soll. Dann brauchst du den Benutzernamen nicht nochmal anzugeben. Du könntest dieses Modul auch Create NSA User 4711 nennen, Doppelpunkt. Und dann müsstest du unten bei User Present nochmal minus Name Doppelpunkt NSA schreiben. Das hat Vor- und Nachteile, je nachdem, wie man die Module später in Abhängigkeit setzt. Weil es könnte ja zum Beispiel sein, ihr möchtet eine Software installieren und dazu möchtet ihr sicherstellen, dass ein User existiert
Und dann gibt man dann eben an, sehen wir später am Beispiel, require, und dann kann man sagen, dieses Modul nur ausführen, wenn vorheriges Modul erfolgreich auch ausgeführt wird. Und dann ist es manchmal sinnvoller, eben hier nicht den Benutzernamen direkt als Modulnamen zu verwenden, sondern irgendetwas Aussagekräftigeres und den Benutzernamen dann in der eigenen Zeile zu schreiben. Nun kommen wir zum erwähnten Push- und Pull-Prinzip. Wir haben also jetzt dieses State-Modul angelegt. Man muss auch nichts neu starten, nichts reloaden, Datei abspeichern und das war's. Und nun möchte ich, dass dieses State-Modul auf dem Minion Nummer 2 ausgeführt wird. Das heißt, er holt sich jetzt seine States. Dazu gibt es dann im Minion das Kommando Salt Call. Und State High State heißt, führe alle States aus in der Abhängigkeit und in der Reihenfolge, wie es mir der Server vorgibt. Ja, das wäre das, was bei Puppet, glaube ich, Puppet Run ist, was man üblicherweise als Cronjob alle paar Minuten oder Stunden, wie auch immer, einfach ausführt. Alles vom Master abholen und ausführen. Nun möchte ich aber vielleicht, dass ich möchte nicht warten, bis der Cronjob auf dem Minion losläuft, sondern ich möchte sofort, dass einer der Minions dieses State-Modul ausführt. Dann kann ich auf dem Master auch einfach sagen, Salt, Minion-Name, State, High State, dann pushe ich ihm das rüber. Oder, wie wir unten im letzten Beispiel sehen, ich möchte vom Server aus sagen, ich möchte nicht, dass du alle Module, die ich für dich vorliegen habe, ausführst, sondern eben nur das eine, das Create-User-Modul. Ups. Wie oft läuft auf dem Client das Pull von den Sachen? Ist das, wie zum Beispiel, ich glaube, das sind 20 oder 30 Minuten. Da ist nichts, defaultmäßig ist da nichts. Wenn du möchtest, machst du dir die Frage war, wie oft holt sich der Minion defaultmäßig seine Vorgaben vom Master ab? Antwort lautet, da sind keine. Wenn du möchtest, machst du dir einen Eintrag in deine Crontab und den bestimmst du selber. Aber auch das Eintragen in die Crontab könntest du jetzt vom Master aus mit einem fertigen Crontab-Modul anstoßen. Also auf meinem System habe ich überhaupt keinen Cronjob bei den Minions. Ich arbeite da nur mit dem Push-Prinzip. Wenn ich weiß, dass ich jetzt etwas an den SLS-Dateien geändert habe, pushe ich die entweder auf die Hosts, die es sofort brauchen, oder ich führe Salt, Stern, High State aus und veranlasse dann auf allen Maschinen, dass das Ding ausgerollt wird. Das heißt, Konfigurationsdateien ändert, kann man sich sicher sein, ich kann es erstmal testen, es geht nicht über Puppet, er ruft irgendwann zufälligerweise parallel schon ab. Ja. Na? Wenn ihr in die Master-Datei reinguckt, da sind auch schon Beispiele drin, wie man zum Beispiel ein Produktiv- und ein Staging-System hat. Wenn man das nutzt, kann man dann auch sagen, ich möchte meine Rezepte, mal im Puppet-Jargon gesprochen, erstmal auf meinen Testservern ausführen und dann die Konfiguration in die Produktivumgebung nehmen und dann auf die Produktivserver schicken. Werden die Jobs gequeued? Also nehmen wir mal, einer von den Zielsystemen ist temporär nicht erreichbar, Netzstörung, Kabel, was auch immer. Kann man den Job queuen lassen, für wenn er später wieder erreichbar ist und sich dann gezielt nochmal pushen später? Frage war, werden die Jobs gequeued? Was passiert mit Systemen, die offline sind in dem Moment, wo ich ausrolle? Antwort lautet, die werden nicht gequeued. Dann erhältst eine Fehlermeldung und müsstest dann auf diesem einen das nochmal ausführen, wenn er wieder online ist. Oder du hast in der Regel eh einen Cronjob drin, der vom Server aus einmal in der Stunde das Ganze ausrollt und dann. Oder was ich zum Beispiel auch mache, ist, beim Hochfahren eines Systems wird nochmal ein State, High State gezogen vom Minion und der führt es für sich selber aus. Ja? Wenn du dich von der Frage Syntax-Check, ja. Wenn du eine falsche Syntax drin hast, kriegst du eine Fehlermeldung,
in Datei XY, Zeile so und so ist irgendwas nicht drin. Entweder zum Beispiel YAML-Syntax verletzt, ist ein häufiger Fehler. Bei YAML muss man ja penibel auf die Einrückungen achten. Und das Ganze wird dann übersetzt in Python. Und da muss man mit Pythons Dictionaries arbeiten. Das ist auch ein häufiger Fehlerfall. Kriegst du dann aber auch die Meldung, das ist kein gültiger Python Dictionary zum Beispiel. Ja? Also wenn man irgendwelche Arrays, wenn man da die eckigen Klammern vergisst oder sowas. Aber kriege ich diesen Fehler jetzt, wenn ich deploy, oder habe ich ein Tool, mit dem ich vorher... Du kannst auch vorher einen Syntax-Check aus, so eine Art Dry Run durchführen lassen. Gut. Nun wollen wir ja nicht nur irgendwelche Dateien schreiben. Also das ist schon mal was. Diese Dateien können wir aber auch dynamisch gestalten. Und da nutzt jetzt SaltStack nichts Neues, nichts Eigenes, sondern eine weit verbreitete Python Template Engine. Das ist Jinja. Wird auch in anderen Programmiersprachen genutzt. Kennt vielleicht der eine oder andere. Das heißt, wir können innerhalb von unserer YAML-Datei noch eine zweite Syntax verwenden, nämlich die von Jinja. Wenn wir etwas in geschweiften Klammern und Prozentzeichen einleiten, können wir dann Jinja machen. Hier setze ich jetzt eine Variable und sage, Domain ist example.com, und ihr seht dann unten, muss ich nicht in dem immer wieder schreiben, ich möchte einen in die etc host gw.example.com, sondern ich referenziere dann auf die Datei, auf die Variable Domain, die ich vorher gesetzt habe. Nee, das hat hier mein Keynote leider das obere Hochkomma in ein unteres Komma übersetzt. Es muss natürlich Hochkomma-Example.com Hochkomma heißen. Das Ganze geht noch, kann daraus noch viel mehr machen. Man kann jetzt hier zum Beispiel eine Liste definieren mit Benutzern und dann in einer Vorschleife die alle abarbeiten lassen. Interessant wird es dann, wenn wir auch mit if-else-Verzweigungen arbeiten können. Hier sehen wir jetzt eine SLS-Datei, die dafür sorgt, dass auf meinen drei Maschinen der Apache Webserver installiert wird. Jetzt haben wir aber das Problem, auf Debian heißt es Apache 2 und auf Ubuntu und unter CentOS und Red Hat heißt das Paket aber httpd. Und was mache ich in meiner SLS-Datei? Mache ich einfach eine if-else-Verzweigung und per Standard stehen mir schon alle Variablen aus dem Grains-Array zur Verfügung, auf die ich hier jetzt matchen kann. Ne? Wenn grain os gleich Red Hat ist, soll er httpd installieren und wenn grain os Ubuntu ist, dann soll er das Paket Apache 2 installieren. Wir können natürlich auch fertige Konfigurationsdateien auf dem Master hinterlegen, um das Installieren eines File-Servers, rsync etc., was man da benutzen könnte, müssen wir uns alle nicht kümmern. Sobald wir in dem Master-Modul, im Salt Master, das Modul für die Definition von SLS-Dateien aktiviert haben, ist automatisch der File-Server mit aktiviert. Und alles, was wir in SRV Salt in diesem Beispiel ablegen, kann der Minion erreichen. So, ich möchte jetzt hier, das ist zum Beispiel eine Datei zum Einrichten eines Backups. Wir möchten als erstes, dass das Paket burp installiert ist. Und dann kopieren wir rekursiv das Verzeichnis files all etc burp vom Master an die Stelle etc.burp.conf auf dem Minion. Und unten sehen wir noch, das untere soll nur ausgeführt werden, wenn das obere erfolgreich war.
Das ist, ja? Neben den Dateibrechen kann ich da auch SE-Linux-Datei setzen. Geht das auch in Source? SE-Linux? Ja. Es gibt ein Modul für SE-Linux-Konfiguration, ja? Ich habe es mir im Detail nicht angeguckt, weil ich recht wenig mit Red Hat mache. Aber es gibt das Modul. Wenn wir möchten, können wir aber unsere Konfigurationsdateien, die wir auf dem Master hinterlegen, auch nochmal durch Jinja jagen. Wenn wir angeben, Template Jinja, dann können wir innerhalb unserer Konfigurationsdatei oder jeder Textdatei auch die Jinja-Syntax verwenden. Die Software Burp zum Beispiel erwartet immer, dass auf jedem Host nochmal eine Datei namens cname.conf drin ist und da soll eingetragen werden, unter welchem Namen werden denn die Backups abgelegt. Und hier habe ich jetzt einfach eingegeben, cname soll sein grain.fqdn, das heißt, sobald die Datei auf dem Minion landet, trägt er dort seinen eigenen Hostnamen ein. Das war jetzt ein schneller Ritt durch Salt. Ich hoffe, ihr konntet euch davon überzeugen, dass es wirklich so einfach ist, wie es angekündigt wurde. Ich habe jahrelang mit CF Engine 2 gearbeitet, da große Systeme mit verwaltet. Das hat auch alles gut funktioniert. Dann lief dann irgendwann der Support für CF Engine 2 aus und dann habe ich das auf CF Engine 3 versucht zu migrieren. Und ich dachte mir, das gibt es doch nicht. Wie kann man eine Software so kompliziert machen und wie kann man auch eine Dokumentation mit so wenig Beispielen geben? Es gibt mittlerweile 2 Bücher auch auf dem Buchmarkt. Auch die, finde ich, bringen einem nicht verständlich rüber, wie lege ich denn los? Und dann habe ich angefangen, Puppet kannte ich auch schon, mich nochmal auf dem Markt umzugucken und bin dann auf Salt gekommen und es, ja, und die erste Salt-Konfiguration lief wirklich nach 20 Minuten, so wie ich es euch hier im Vortrag gezeigt habe. Die Lernkurve ist extrem gering, um loszulegen und mit dem bisschen, was ich hier jetzt schon gezeigt habe, kann man sehr viel machen. Das ist immer noch besser, als in irgendeiner Vorschleife rsync und scp und ssh-pipe tralala abzufeuern. Ja? Wer klug ist, versucht es dann erstmal mit Rundeck, da ist es schon ein bisschen besser, in der Parallelshell zu arbeiten. Aber einfach nur als Parallelshell taugt das Tool schon sehr viel und man hat dann die Möglichkeit, immer tiefer einzusteigen. Die Dokumentation im Internet ist wirklich sehr gut. Es sind viele Beispiele da und die Module, die Syntax ist meiner Meinung nach so, dass man die schnell lernt und damit schnell zu Erfolgen kommt. Ja? Wollte man noch einen Hinweis geben, das ganze Zeug liegt auf GitHub. Der Debian, das Debian-Verzeichnis ist da auch drin. Komplett geframed, wollte man kann so lokal dann dort mit Clone selber seine Debian-Pakete aus dem aktuellen. Ja. Mittlerweile sind aber die Debian-Pakete alle stabil. 14.1 ist dann im Moment besser. Das geht schon gut. Aber die aktuellen sind da schon auch noch nicht besser. Das ist dann auch Geschmacksfrage, welche Policy man anlegt. Wenn man nur auf die Stable-Pakete vertraut, kommt man aber sehr weit, auch schon mit der Vorgänger, also wir sind, Salt ist glaube ich, ist jetzt bei Version 14, so ähnlich wie die Ubuntu-Versionierung, 14.01, also Januar 2014, aber auch mit den Vorgängerpaketen konnte man schon eine Menge machen. Also ich habe da immer nur die Stable-Pakete verwendet und kam zu sehr guten Ergebnissen. Weitere Fragen? Der Salt Master und die Minions müssen aber irgendwie im gleichen Netzwerk sitzen, weil sie miteinander kommunizieren können. Salt Master und Salt Minion müssen über eine TCP-Verbindung miteinander reden, wobei der Minion eine Verbindung zum Master aufbaut und einen permanenten Reverse-Tunnel offen hält, damit der Master pushen kann. Okay. Das heißt, ja? Wenn meine Minion
wenn jetzt zum Beispiel in Amazon Cloud sind, ich mein Master aber im Rechenzentrum haben möchte, muss ich irgendwie einen Tunnel aufbauen. Ja. Für Amazon Cloud gibt es aber auch fertige Module schon, um zum Beispiel über die Amazon API Maschinen aufzubauen, den vorgefertigte Keys zu deployen und so weiter. Also es gibt auch noch viele Module für Virtualisierer, für VMware, ESX gibt es fertige Module zum Deployen von ganzen Maschinen, die sich dann automatisch mit dem Master verbinden und ihr Betriebssystem installieren. Für KVM, für LXC, alles, was das Herz begehrt, ist dabei. So, hier war zuerst jemand. Kannst du das Salt gegen Ansible irgendwie abgrenzen? Also ich versuche mir ausgetragen, so ungefähr selbst ein Problem zu lösen. Frage war, Salt gegen Ansible, muss ich leider passen. Ansible kenne ich im Detail nicht, um da was zu sagen zu können. Moment, hier, er war zuerst. Ist die Verbindung verschlüsselt? Ja, hatte ich ganz am Anfang gezeigt, ist AES verschlüsselt und vorher muss ein Key-Austausch stattfinden. Der Master muss immer sagen, ja, diesen Minion nehme ich in meinen Cluster auf. Ja? Kann es zu Problemen kommen, wenn ein Minion einen Pull startet, wenn der Master vielleicht im Moment auch einen Push startet? Kann es zu Problemen führen, wenn Push und Pull gleichzeitig laufen? Nein, der wer zuerst dran ist, lockt das ganze System und dann würde der Minion sagen, geht gerade nicht. Ich arbeite schon. Ja? Gibt es Beispiele für große Systeme, wie man eine Struktur aufbaut, wie der Rechner zum Schneeflocke? Gibt es Beispiele, wie man eine Struktur aufbaut? Jein. Also grundsätzlich sieht erstmal Salt vor, du kannst deine ganzen Module, die du selber machst, mit Punkten abtrennen und dann sucht er automatisch immer in Unterordnern. Also wenn ich ein Modul linux.createUser.apache nenne, dann sucht er im Verzeichnis Linux Create User Apache. Ne? Da muss man sich nicht drum kümmern. Ansonsten gilt das, was überall gilt, don't repeat yourself. Ne? Möglichst, also man kann auch mit einem Standard include arbeiten, sagen, ich habe hier einen Schnipsel, den möchte ich da und da und da inkludieren. Und man kann natürlich, die Module können untereinander aufeinander zugreifen. Da musst du dir dann deine Ordnerstruktur schaffen. Es gibt zig Beispiele natürlich im Internet, die man sich mal angucken kann. Ja. Da hinten. Ich verwalte da jetzt um die 50 Systeme mit. Was ist, wenn, du hast gesagt, das skaliert bis 1000 von Systemen, wenn der Master einmal durchstartet, melden sich 1000 Systeme am Master? Wenn der Master nochmal neu startet, erstens, es gibt Proxy-Module, du kannst also das Ganze verschachtelt machen. Also sagen, ich habe einen Master, über dem hängen erstmal 10 Proxys und daran hängen dann meine Minions, um die Last zu verteilen oder auch um auf Netzwerktopologien einzugehen. Ansonsten, wenn der Master einmal neu startet, passiert da nichts. Also die Minions sind ja nicht darauf angewiesen, dass der Master läuft. Die Minions produzieren auf dem Master ja auch keine Last. Die machen einmal den Key-Austausch, klar. Aber das kannst du natürlich definieren, wie viele sich gleichzeitig anmelden und der Rest wird dann in der nächsten Schleife. Du kannst sagen, also ich akzeptiere erstmal die ersten 20 und dann die nächsten und die nächsten. Ne? Oder eben über Proxys das Ganze skalieren. Oder du könntest in einem ganz großen Setup auch nur noch nach einem Pull-Prinzip arbeiten. Dass du alles nur, dass die Minions immer nur die Dinger abholen, die Rezepte. So wie es bei Puppet vielleicht funktioniert. Die Verwaltung findet aber auf der Kommandozeile auf dem Master statt oder gibt es Alternativen? Hat der Master eine API, die man noch irgendwie ansprechen kann? Wo findet die Verwaltung statt? Die findet nur in den Konfigurationsdateien auf dem Master statt. Eine API bin ich mir nicht sicher. Gibt es? Ja, gerne. Wie viele Minions
ungefähr? Weiß ich, was du gemacht hast? 10.000. Arzt, der Kollege von Host Europe. vielleicht noch kurze Info. Es gibt so random Bitcoin-Settings, die man benutzen kann, wenn man viele tausend Minions verwaltet, dass die nicht, wie soll ich sagen, alle direkt zurückkommen. Also der Master Key wird blockiert, ja, beim Master Neustart, dann wollen die Minions den Master Key neu quasi haben vom Master und dann können in der Theorie wirklich alle parallel reinkommen, auch 5.000 oder 3.000. Es gibt aber Settings, die man dafür setzen kann, dass die in Intervallen kommen, zum Beispiel nicht mehr als 30 Sekunden, nicht mehr als 30 pro Sekunde oder sowas. Wer ein Problem hat, kann ich nachher gerne mal dazu fragen. Wollen wir nicht zu sehr zeigen. Also hier sitzt jemand, der schon ein größeres Setup aufgebaut hat. Der dabei ist. Der das weiß, okay. Ja, es gibt also eine Herausforderung an diversen Ecken. Ja. Die haben zwar relativ viele Gedanken durchgemacht über, wie sie Sachen konfigurieren können, aber nicht an allen Ecken und Enden ist berücksichtigt, dass wir mehrere Tausend haben. Ja. Sondern eher so, ich sag mal, bis 500, vielleicht noch bis 1000 war es problemlos und darüber muss man schon ein bisschen frickeln. An vielen Ecken und Enden. Gut, ist. Wert aber, es gibt ja diverse Use Cases, die auch auf der Salt Homepage vorgeführt werden, wo es um 100.000 Hosts geht. Ne? Also da muss man dann vielleicht schon eben mit den Proxys darüber arbeiten. Frage? Ja, kann ich auch ohne Master arbeiten? Also das ist komplett offline? Kann ich ohne Master komplett offline arbeiten? Nee. Netzwerktechnisch gesehen kannst du das machen. Da müsste natürlich ein Host selber Master und Minion sein. Natürlich muss die Master-Software muss immer da sein. Okay. Also ich denke jetzt ganz zum Beispiel Container zu bootstrappen, für sich einfach nicht irgendwo in einem Docker-File zu viel Setup drin habe, ich kann sagen, ich kopiere meinen Weg, einen Satz States da drauf und bin ihm aus. So. Also das ist ohne noch zu arbeiten. Dann läuft Master und Minion auf Localhost, ne? Weil da müsst du dann Master als Prozess ja. Auf an der Stelle. Ja. Ich sagen, nimm mal diese State-Files und tu was Schlimmes. Nee, das Master-Modul muss den State-File anbieten und das Client-Modul muss es natürlich ausführen. Für so Systeme wie Docker oder Vagrant gibt es auch schon fertige Implementierungen. Ne? Da muss man, kann man einfach sagen, ich möchte bei Vagrant da sagen, Konfiguration über Salt verwenden und dann läuft die ganze Magic im Hintergrund schon automatisch ab. Ja, noch eine Frage? Kann so ein Minion prinzipiell auf alle Module zugreifen oder nur auf die Module, die du im Prinzip aufgrund der Grants oder was gemacht hast? Kann ein Minion auf alle Module zugreifen? Der Minion kann immer nur auf das zugreifen, was ihm der Master erlaubt. Also ich kann ja nicht auf dem Minion eine Datei anlegen mit einer Konfiguration. Der sucht die immer auf dem Master. Und wenn ich auf dem Master aufgrund von Bedingungen etwas, dort gebe ich ja auch nur das frei, was ausgeführt werden soll. Wenn ich keine Regeldatei habe, wo drin steht, installiere den Apache, dann sind da zwar viele Module zur Verfügung, aber mit denen wird der Minion nichts machen. Das liegt in der, nein, die Dateien werden wirklich so komplett rüberkopiert und der Minion entscheidet dann, ob er das macht oder ob er das überspringt. Ja, wenn man sich mal die temporären Dateien vom Minion anguckt, da liegt wirklich die Originaldatei, also die If-Else-Bedingungen und so weiter, die werden erst auf dem Minion ausgeführt. Ja, richtig bemerkt, das wäre eine Sicherheitslücke, indem ich Dateien ausrolle, die die anderen nicht sehen können. Da gibt es jetzt noch ein Konzept, auf das ich gerade der Kürze halber nicht eingegangen bin. Das nennt sich Pillars. Pillars, das sind die sicheren Speicherorte für Variablen und Konfigurationsdateien. Die werden vom Server ausgewertet und dann an den Host übertragen. Also wenn ich sagen möchte, ich möchte für jeden Host ein Root-Kennwort definieren, dann würde ich das in die Pillars reinschmeißen und dann kriegt der eine Host auch nur das, was für ihn relevant ist und für die anderen Hosts, das sieht er nicht. Gut, wir sind mit der Zeit durch. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen über Salt.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und viel Spaß noch hier.